Hallo und herzlich willkommen bei MusicSensei.com. Heute für dich 5 Quick-Tipps, wie du einen Sänger oder eine Sängerin gut am Klavier begleiten kannst. Tipp Nummer 1, spiele nicht die Melodie mit. Die Melodie wird vom Sänger oder der Sängerin gesungen und es besteht überhaupt keine Notwendigkeit, dass du die Melodie auch mitspielst. Ganz davon abgesehen nimmst du so den Sängern oder den Sängerinnen die Möglichkeit zu improvisieren. Also mach nicht sowas, am Beispiel von Go Tell It on the Mountains. Go tell it on the mountain, over the hill and everywhere. Sondern Go tell it on the mountains, over the hill and everywhere. On the mountain that Jesus Christ is born. Dann der Tipp Nummer 2. Wähle deine Akkordumkehrung immer so, dass du den Sänger oder die Sängerin in der Findung der Töne unterstützt. Das bedeutet, lege den Melodieton an Schlüsselstellen nach oben, zum Beispiel am Anfang des Songs, wenn der Sänger oder die Sängerin anfangen muss zu singen. Am Beispiel von Go Tell It on the Mountain. Ich nehme nicht den Akkord in der Grundstellung. Ich nehme auch nicht den Akkord in der ersten Umkehrung. Sondern ich nehme den Akkord D-Dur mit der Terz oben, weil das der Melodieton ist. Und dann findet der Sänger oder die Sängerin auch sofort den richtigen Ton. Go Tell It on the Mountain. Over the hill and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Quick-Tipp Nummer 3. Du bist der Timekeeper, das heißt, du setzt das Tempo fest und du bist auch derjenige, der jederzeit darüber Auskunft gibt, wo sich die Zählzeit 1 befindet. Setze also deutliche Akzente. Auch wenn du vielleicht sehr rhythmisch spielst mit der rechten Hand, setze mit der linken Hand passende Akzente, damit die Sänger jederzeit wissen, wo du gerade bist und wo sie sich selbst im Takt befinden. Zum Beispiel so. Obwohl ich jetzt in der rechten Hand viel rhythmischer gespielt habe, habe ich in der linken Hand durch die deutlichen Walking Bass Noten auf den Vierteln Akzente gesetzt. So ist jederzeit klar, wo die einzelnen Schwerpunkte im Takt und die Zählzeit 1 sind. Quick-Tipp Nummer 4. Spiele unterstützend. Du bist nicht der Solist. Sorge dafür, dass der Sänger oder die Sängerin improvisieren kann und dass sie ihren Job gut macht und halte dich eher zurück. Außer du bekommst ein Klaviersolo. Quick-Tipp Nummer 5. Unterstütze die Form des Stückes und mach so deutlich, wo sich welcher Formteil befindet. Spiele ein kurzes Intro, leite dann über zur Strophe und von da aus über zum Refrain und wieder zurück zur Strophe. Am Beispiel von Go Tell It on the Mountain klingt das zum Beispiel so. Thank you.
hast du erkannt, wo die einzelnen Teile sind, was das Vorspiel war, was die Strophe war und was der Refrain? Ich hoffe doch so. Das waren meine 5 Quick-Tipps zur Begleitung von Sängerinnen und Sängern. Viel Spaß damit!